Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo, hier in Final Fantasy 14 mit Kara von Let's Play Some Games. Ich versuche mich hier als kleiner Botschafter aus Gridania für diese komischen Sylphen, Blätter, Feen, irgendwas, da mal irgendwie zurechtzukommen, und die mögen mich nicht. Kann ich gar nicht verstehen. Ja, und ich muss mich jetzt so langsam annähern, dass das hier mal vorangeht in der Story. Dann machen wir das heute mal. Und dann schauen wir mal, was sie wollen. Ich habe letztes Mal für die so ein paar Sachen gemacht, irgendwelche Sachen gekillt und Pilz gesammelt, und jetzt haben sie irgendwie Probleme, irgendwas mit Metall. Wo das Kaiserreich hingeht, werden viele Lebende zu Toten. Ich soll denen helfen. Na, dann gucken wir mal. Beängstigende Metallige. Metallig laufende. Ja, die Meinigen hat sie gesehen. Okay. Und jetzt? Was soll ich denn machen? Ach so, ich soll einfach nur rumgehen und wieder verschiedene Leute fragen, was denn Sache ist. So, machen wir das eben schnell. Ist halt immer ein Mix aus Story, rumrennen und kämpfen, um zu gucken, wie sich das so alles aufbaut, ne? Will euch jetzt auch nicht immer alles vorlesen, aber was ich so in Zusammenfassung sehe, kann ich ja mal labern. Schnell auf die Karte und wieder in den Camp. Da sind noch zwei. Lass mich raten, sie schicken mich danach dann irgendwo anders gleich wieder weiter, wo ich dann aufräumen soll. Da macht gerade einer einen Staatserlass. Eine Solo-Quest immer, wo man ganz ordentlich XP und Staatstaler dann kriegt. Wenn ich den jetzt angreifen würde, würde dann auch beistehen irgendwie, das ist ein Inhalt eines anderen Spielers. So, wo muss ich denn hin? Ah. Furchterregende Typen, die von Kopf bis Fuß in Stahl gekleidet sind, sagst du? Die waren mit Sicherheit vom Kaiserreich. Ja, und dieses Kaiserreich, das ist eine Gegnerpartei, die wir noch so nur ganz am Rande kennengelernt haben. Wird mit Sicherheit noch ordentlich was kommen, so. Ja, tief im Wald. Und wieder zurück. Aber eins lernt man ja, ne? Augen zu und einfach den Weg wieder lang rennen. Weil ich jetzt schon 4 oder 5 Mal so gelaufen bin. Naja. Zum Glück habe ich ein Schokobo. Das habe ich vor kurzem noch nicht gehabt. Das habe ich mir jetzt gerade erst in der Zwischenzeit endlich erarbeitet. Nein, man kriegt das nicht so, sondern man muss wirklich da ordentlich auch noch was für tun. So, sind aus dem Kaiserreich. Weil die Metalligen haben Böses im Sinn. Okay, und sie hat mir jetzt auf der Karte markiert, wo ich hin soll. Da. Okay. Komm, Kabankel. Schauen wir mal. Hey. Ja. Es war ein Ticken zu nah.
Hier ist noch ein Kapangel. So, der ist im Weg. Den mache ich mal erst weg. So. Und jetzt wieder in dieses Ding mit den feindlichen Präsenz halt, ne? Das müsste jetzt, geht schon los, da. Okay. Greifen die gar nicht an? Doch, sie greifen an. Wirklich stark. Ich verteile gerade nur Dots. Zerfallung. War jetzt taktisch nicht gerade das Beste am Gameplay, aber naja, meine Güte. Kann ich alles haben. Ne? Dann untersuche ich mal die Kiste und guck, was ich rausfinde. Was? Liste mit Versorgungsgütern. Na gut. So, Mädel. Ja, hier hast du Hinweise. Ich hoffe, es genügt dir jetzt endlich mal. Also gibt es Spione. Okay. Es wäre nicht Final Fantasy, wenn es nicht ewig weitergehen würde. Gucken wir mal. Kumiksu macht sich Sorgen um eine unberechenbare Sylphe, also ein Verräter. Aha. Der Hilfreiche kommt genau richtig. Ah, ich bin jetzt inzwischen der Hilfreiche, nicht mehr der Tanzende. Eine der unsrigen namens Klaxio streift außerhalb der Sylphenzuflucht umher. Alleine ist unsicher. Ich soll die mal suchen. Na, dann suchen wir die mal. Ach so, direkt hier um die Ecke. Na gut. Wieder nicht geschafft. War zu faul, außer rumzurennen. Ich geb's dazu. Der steht auch doof, also muss der auch weg. Klaxio. Ach. Kapankel, musst du immer mit allen spielen? So, mach deinen Kram alleine da. Die Meinung möchte nicht mehr mit diesigen leben. Das kann, muss er erstmal kapieren, ey.
Ah, die meinigen dachten, dies sei ein guter Ort für ein neues Zuhause, aber dann ist der Nervige aufgetaucht. Ja, das kenne ich. Okay. Also, da ist jemand aufgetaucht, der die Kleinen stört. Da die ja anscheinend nicht miteinander reden, muss ich das wieder tun. Ja. Was tut man hier alles für XP? Der Hilfreiche sollte den Waldboden nach Fäden absuchen. Diese könnten den Hilfreichen zu Klaxio führen. Okay. Und ich soll Klaxio finden. Ja, die ist mir ja eben abgehauen, ne? Ach, da ganz oben. Oh je, je. Okay, dann wird es ja jetzt noch ein bisschen spannender. Ja? Weil das ist ein Waldstück, wo ein paar mehr Agro-Mobs waren. Dann reiten wir mal. Was ist das hier? Süße Versuchung. Was muss ich denn dafür machen? Ach, die Dämonenschlangen. Ja, da komm, da machen wir da eben schnell mit. Ist ja unser Level. Ach, das ist ein Fade-Event, wo der Typ weiterläuft, ne? Ah, das machen wir eben. Okay. Schnelle XP. Der will da nämlich hoch und wird gleich noch ein bisschen angegriffen. Da. Meine Herren. Richtig was los hier. Aber das Coole ist, hier musste ich glaube ich eh hin. Jo. Der ist gleich fertig. Der rennt hier jetzt hoch und dann müsste eigentlich ihr Fade-Event wieder durch sein. Yeah! Vor allen Dingen gibt Ordenstaler. Das ist diese Staatserlass-Taler, die sind mir auch am wichtigsten. Sehr cool. So, was soll ich jetzt machen? Ne, hier ist nix. Klaxio finden. Ah, da geht's durch. Okay. Da ist hier. Oh, das ist ein Instanzenkampf. Sehr cool. Da werde ich gleich mal reingehen. Aber für alle Let's Play-Gucker in der nächsten Folge.